Hallo und herzlich willkommen zu der letzten Folge von GTA 5 Online im Modus Deadline. Mit dabei sind wie die anderen Male auch der Yannick und der Steven. Hallo. Hi Kevin. Also, hallo Leute. Ich bin wieder pink, wollt ihr mich verarschen? Ich bin orange. Ich bin lila. Lila, na gut. Warum krieg ich nie Angst? Ja, mit lila habe ich auch in der ersten Folge gewonnen, ne? Das darf man auch nicht jetzt vergessen. Ja, zum momentanigen Punktestand, ich führe mit 3 Punkten, der Yannick hat 2 Punkte und der Steven will jetzt Schlusslicht mit einem Punkt. Ja, sorry. Ich bin nicht so helle. Ich versuche noch aufzuholen, weil dann haben wir 2 zweite Plätze, das ist weniger. Ja, das bringt auch voll was. Und ich krieg wieder keinen Boost-Start hin. Und Yannick und ich standen direkt gegenüber. Das ist ja wieder hier. Kampf der Giganten. Kampf der Idioten, oh, ich meine. Ja. Da geht's ja schon direkt los, ey. Oh Mann. Das hätte uns beiden passieren können. B drücken zum Boosten, aber es hat nicht funktioniert. Das war knapp. Alter, hat echt kein Blatt mit Platt. Schlaganfall. Da war er wieder. Meine einjährige Großcousine kann besser reden. Wir haben eine richtig gute Laune heute am Start. Bon, ja. Toll, fliege ich über Yannick's Linie und fliege in Stevens rein, ey. Ja, toll. danke für den Freekill. Einmal so von links nach rechts geroffelt, ne? Ich roffel nicht durch die Map. Roffelkopter. Das, ohne Scheiß, das ist absolut das nicht meine Map. Nicht gekriegt, das ist, nee, hab ich auch nicht. Das ist auch absolut nicht meine Map. Das ist. Auf der Map kann ich nur verlieren. Ja, stimmt. Spaß. Ja, Leute, wenn ihr wüsstet. Was geht ab? Irgendwann gibt's hier Gaming Uncut, dann erwarten euch noch so ein paar Überraschungsfolgen. Da wird schöner Content kommen. Danke, Afofatz. Das fand ich sehr schön. Bist du eigentlich schon mal gestorben? Nee, ne? Nein, er ist noch nicht, das ist ja das Problem. Das ist halt, die Map ist halt einfach viel zu groß für 3 Leute. Und zu groß für 4 Leute. Ja. Aber deine Mutter passt trotzdem nicht rein. Ich hoffe mal, eure Eltern gucken sich das nicht an. Ja, meine Eltern Mutter und bei dir an. Da musst du dich über Facebook bei meiner Mama entschuldigen. Ach komm. Ja. Dead Insider. Das war gerade, das musste einfach sein. Ja, klar. Weiß ich jetzt. Ist ja im Prinzip auch nichts Schlimmes. Ne? Kann man mal so sagen. Ja, nicht so wie dein Geisteszustand. Der ist schon sehr gefährlich, der ist schon sehr glücklich. Das ist eine Massenvernichtungswaffe. Das ist eine Sache wie nicht. Hab ich auch mal endlich einen Kill gemacht, ey. Das war mein erster Kill die Runde. Okay. Ja, Yannick hat wieder seine Aussetzer, seine geistigen. Ja, er hat auch schon einen ganzen Tag. Und der hat sich selber ausgemacht. Ich hasse das Pink, man sieht es einfach nicht. Bist du eigentlich, Alter, hast du irgendwie so eine Farbschwäche oder sowas, dass du das Pink nicht siehst? Aber das sieht man echt schwer, muss ich echt sagen. Habe ich auch oft das Problem gehabt. Nee, das war gut von dir. Nee, das war nicht gut von mir, das war einfach nur beschissen von dir. Ja. Guck mal, das ist zu Ausreden, ne? Das war gut von dir, Dumme. Ja, klar. Das war eine gut. Schließt ja das andere nicht aus. Oh, ich krieg den Boost nicht, ich hasse es. Zu wissen? Nein, oh Gott! Was man trägt. Oh. Warte, jetzt mal hier Platz machen für das. Hover up. Oh kacke, ich weiß gar nicht, ob ich mein Handy gemutet hab. Danke, Yannick. Sehr nett von dir. Ja, ich hab Angst bekommen. Also ich hab beides mal bei beiden Rampeneingängen gefailt, um das Power-Up da oben zu holen, ne? Und jetzt wollte ich nochmal eine Runde drehen und jetzt hast du's natürlich. Oh! Ja, da bin ich nochmal in die abgeprallt und dann rückgeflupst. Geflupst. Richtiger Flupser, der Junge. Ja, richtiger Flupser, Alter. Ich flieg schon wieder drüber. Oh. Die Flupser am Werk hier.
Und was machst du so den ganzen Tag? Ich flupse. Ich flupse mir gleich ein, Alter. Doch wenn man das in einem anderen Zusammenhang sagt, hört sich das wirklich sehr unanständig. Da dreh ich ab. Ich hab gesehen, da dreht er ab, die Muschi. Heute nicht salty, ich kann es gerne so viel meckern, wie du willst. Ja, das ist gut. Stimmt, heute ist so voll Anti-Salty-Tag. Achso, übrigens, ne, an alle Zuschauer, frohe Ostern, weil wir nehmen es gerade am Ostersonntag auf. Ja, genau. Stimmt. Oder ist noch Ostern? Ich kann Ostern rauskommen. Ja, ja. Ich brauche mir auch nicht frohe Ostern zu wünschen. Ja, doch. Ich bin einfach so nett. Ach komm! Du Hurenkind, ja. Alter! Arigato, my friend. Arigato. Lol. Gut. Ich habe das Gefühl, das wird schon mal kein Sieg für mich, diese Runde. Nein! Nice. Leute, nice. Das war schlecht von mir. Seriously? Hm? Ah, Fufas war halt nett, der wollte mir den Sieg schenken. Vielen Dank, Fufas. Ja, nein. Danke dafür, Bladi. Danke dafür, Bladi. Geil. Next round, bitches. Ja, ich muss ja gerade schon auf Snapchat antworten. Warum nennst du uns Söhne von Hündinnen? Ach, so. Weil ich... Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich hab irgendwie verlernt, echt diesen Booster zu machen, ey. Ach komm. Lol. Das war Glück, dass du nicht in mein Ding reingeknallt bist. Nein, das war alles kalkuliert, Yannick. Das muss ich aber wirklich mal. Da muss ich mich selbst loben. Ja. Dim, das hast du gut gemacht. Ja, dann lob du dich mal selbst. Komm her, bitte. Da ist doch, guck mal, wie ich das konnte. Geachtet. Ich hab's dir sogar gesagt, Yannick, also komm. Ja, danke. Da kannst du dich jetzt nicht rausreden, ja? Du warst einfach kacke. Genau in dem Moment. Ja, das ist richtig asozial, sowas, ey. Ich hab gedacht, ich kann auch noch so gechillt durchfahren. Really, Digga, really. Wheelie, Digga. Nein, wir wollen ja nicht gerade gruppenfeindlich sein. Ich hab grad voll Bock auf KFC, aber richtig hart. Aha. Ja. Nein! Ich dachte, ich bin schneller. Ah. Jetzt bin ich. Ja, du hast mich aber aus dem Konzept geworfen, ich bin da runtergefallen. Ja, das finde ich gut. Da. Oh Gott. Da! Oh nein, Apo! Apo Red, Alter, Apo Red! Was ist da los, Lan? Ey, lass mal auf den gehen, auf den Nuttensohn. Was ist da los, Peter? Was, der hat noch 6 von 6? Ja. Hallo, Janik. Aber ich muss noch 3,5 Minuten überleben, also entspannt euch. Nö. Nö. Hier gibt's keine Entspannung in diesem Modus. Dank. Ja, da jumpt er einfach über die Line, Alter. Ja, klar. Ich zieh eine Line, ihr zieht Leine. Wo bleibt der Boost? Du hältst die Fresse. Weißt du, dann bin ich extra hier oben, ne? Das spawnt kein Boost. Oh, Steven, da hast du dich selbst gemacht. Nein! Danke dafür, Ayblali. Danke dafür. Jetzt brauche ich nicht mal arbeiten hier. God damn. Du bist einfach nur sehr langsam in einem Kreis fahren. Ja. Steven, sag mal Bescheid, wenn du wieder rausgekommen bist. Ja, ich bin schon längst. Achso, okay. Was sah für mich aus, als ob dich auch so aus, als ob du dich jetzt eingeschlossen hast. Nee, ja nicht. Da weiß ich, dass du den Scheiß nicht hast. Ich wäre schon fast wieder verreckt. Warum nur fast? Sorry, aber. Oh Gott! Sehr gut. Voll auf die Linie gelandet, Alter. Alter, ich lande immer auf die Linie, weißt du Bescheid, ne, Peter? Du hast mit deinem Peter. Peter, komm mal runter. Da hatte ich den Fuß, mein Freund, da hatte ich den Fuß.
Go aber fuck yourself. Wie minimal ich nur langsamer geworden bin. Ach komm! Das kann doch gar nicht sein. Hast du den Boost direkt gezündet? Ja. Ah, okay, das erklärt's dann natürlich. Danke. Was hast du denn gemacht? Lol. Was hast du gemacht? Ich fahre so wieder die Rampe runter, weil ich so denke, oh, da hinten ist ja nichts, eine Spur. Und ich sehe wieder die Ich Spur bin so blöd! Ja, kann ich bestätigen. Damit bin ich raus. Komm, oh, Mann. Duell der geistig zurückgebliebenen. Jetzt habe ich nicht hingeguckt. Ich hab's gesehen. Duell der geistig zurückgebliebenen. Oh Gott. Alter. Nein, ich hab wieder. Ach komm! Das kann doch nicht sein! Sehr gut, was lass den nicht hier gewinnen. Was mache ich hier? Warum fährt er so komisch? Ich bin einfach an der Wand lang geglitscht. Nicht wieder von der Rampe fallen, dankeschön. Pass auf, sie hat einen Boost. Ja, Alter, du bist so eine Hure. Da fahr einfach weg, fahr einfach. Er fährt echt einfach nur weg, Alter, was ne Muschi. Ja, so muss das. Ja, Leute, die Runde war schön, ne? Nicht gut, ey, so muss das. Aber gut, jetzt muss ich gewinnen, weil wenn Steven gewinnt, hat Dominik gewonnen. Wenn du jetzt, eigentlich ist das gut für dich, eigentlich kann es dir egal sein. Ja. Dass Steven jetzt gewonnen hat, oder nicht, Dumme? Ja, ich weiß. Ja, das ist natürlich alles. Der feiert sich schon innerlich als so. Ich hätte halt gerne nur einen Kampf mit Erik gehabt. Ja, den hatten wir schon mal. Wer ist Erik? Scheiße. Alter, Steven. Ich glaube, wir führen so eine Kasse ein, immer wenn irgendwer so richtig. Wenn so richtig. Oh Gott. Ohne hochzuheben, Junge. Ey, noch einen, weißt du? Du musst schon 50 Euro zahlen in die Kasse. So für jeden schlechten Spruch so 25 Euro. Und ich verdiene nicht mal Geld, Alter. Ja, eben. Das verlosen wir dann Ende des Jahres an die Fans. Ja. Sau hat es schon wieder verkackt. Und Dankeschön für den Boost. Wir bekommen unsere Groupies. Ja. Damit sie schön ihre Unterhosen nach uns werfen. Damit sie nochmal welche bekommt. Scheiße. Ah, oh, göttlich. Janik, drück mal B. Bastard. Wir sind nicht bei Ultimate Chicken Wars. Oh nein! Oh Gott, was mache ich? Es sind einfach schon 7-2 für Afofas gegen mich. Ja, weil der Typ einfach zu Gott ist. Es ist so... Was ist denn, Janik? Was ist heute? Diese Lache, Alter, von ihm. Es klingt so wie dieser eine Typ von One Piece. Ich weiß gerade nicht, wie er heißt. Oh, fick die Henne. Mann, ich hasse mein Leben. Ganz im Ernst, heute ist nicht mein Tag. Vor allem... Kann ich jetzt auch sagen. Vor allem, ich wollte dich eigentlich wirklich nicht, ich bin einfach nur so weit geflogen. Ich wollte eigentlich einen Afofas holen. Ich möchte dich auch nicht killen, wenn ich dich kille. Janik, jetzt wollen wir aber auch nicht hier unsere Freunde anrufen, ja? Ja, wenn er mit Lügen anfängt. Was? Alter, es war nicht mal eine Lüge! Guck dir die Aufnahme an, dann siehst du es. Als ob er sich unsere Aufnahmen anguckt. Machst du es nicht, oder was? Doch, klar. Also. Ich glaube, der das macht. Das, Steven macht ja mich wirklich nicht. Ja. Nein, das nehme ich jetzt gelogen. Dafür verreckst du, Janik. Ja. Schade. War knapp. Eigentlich nicht. Ach, halt auf die Schnauze. Du hältst dieser Sprung wieder, ne? Wieder viel zu früh gezündet, den Sprung. Ja, mach ich auch immer. Man musste, glaube ich, wirklich erst kurz vor dem Strahl zünden. Ja. Wie auf der Toilette, weißt du? Immer kurz vor dem Strahl musst du springen.
Warte. Kurz vom Strahl musst du springen. Ach. So, reiß nochmal die Fresse auf, Steven. Ist so, Steven ja. hat heute ganz schön. Ich glaube, da muss ich doch erst mal vorbeifahren und ihr müsst wieder so über den Schoß legen. Stell dir mal vor, ey. Das aussehen würde. Oder so mit der Peitsche, so mit der Peitsche so 10 Hiebe auf die nackte Eichel geben. Bitte, Alter! Okay. Ja, ich werde hungrig, jetzt werde ich wieder dumm. Dominik. Alter Junge! was ist heute verkehrt, ey? Oh Gott. Letzte Tage zu viel COD gezockt, ich merke schon. Ja. Einfach mal so einen Boost fürs Nichtszünden. Nein! Ja, Yannick, lass erstmal Steven jetzt noch raushauen hier. Ja, ist so. Da bin ich dabei. Den Sieg lass ich mir nicht nehmen, ihr Pisser. Sind nur 1,40. Ja, eben. Ja. Dumme, du von hinten, nicht von vorne. Go! Also, ja, aber dann. Wie immer, ich wollte gerade sagen, wie immer an Stevens Geburtstag. Aber Steven macht halt echt so richtig feige und fährt erst weg. Ohne Witz, Alter. Darfst du die Folge auch nachbenennen? Das ist mir scheißegal. Erik, der hätte jetzt nach rechts gemusst. Mein Leben. Richtig feige einfach. Diese Lache auch noch dazu, Alter. Ja, na klar. Alter. Irgendwie muss ich nicht. Weißt du, Steven freut sich, wenn man ihm eine Socke schenkt, damit er endlich frei ist. Du Hure! Jetzt fick ich dich. Hättest du nicht vorher ficken können? Glaub's nicht. Glaub's nicht. Er hat mich ja nicht mal gefickt. Jetzt müssen wir ihn noch zweimal ficken. Glaub's nicht. Einmal schafft ihr vielleicht. Achso, das ist der Pink, sorry. Er dreht einfach ab! Alter, ja, na klar! Steven, er zeigt doch mal Eier ohne Witz, Mann. Was ist denn das? Willst du wirklich so den Sieg bekommen? Ein Unentschieden auf dem zweiten Platz, so richtig schwul einfach. Wirklich. Ja, es ist einfach so. Alter, wie kann man so behindert sein? LOL, was ist hier kaputt gegangen? Jetzt habe ich nicht auf die... Oh, toll. Ja. Kann man jetzt habe ich meinen Boost verbraucht. Ja, es ist gut so. Fick dich, du Hurensohn. Fick dich, fick dich, fick dich. Warte, ich bin kurz off, dann fick ich mich. Nochmal 25 Euro, Steven, bitte. Komm, ich brauch das Geld. Ich bin jung und brauche das Geld. Ach Gott. Oh, jetzt kommt hier gerade Baba-Wagen in der Playlist, Alter. Baba-Wagen? Ja, auf Spotify. Baba-Wagen. Gut, das wäre dann wohl die letzte Folge dieser Session gewesen. Ich gratuliere ganz herzlich den schönen ApoRed. Ja. Er fährt jetzt in seinem Baba-Wagen rum, weil er gewonnen hat. Den schönen Dominik für den Sieg. Ne? Ja. Du kannst dir der jetzt, eigentlich absolut unverdient war, diese Folge. Du kannst dir jetzt, wenn du willst, so die Kevin-Krone aufsetzen und dich das werde ich cool tun. Fühlen. Das werde ich tun. Da werden dann coole Folgen. Ja, Applaus. Da kann man Leute. Dann klatschen. Also, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß mit unserer Season. Ja. Und das war's nicht mit GTA. Es wird auf jeden Fall noch was kommen. Oh nein, ich wollte nicht Deadline 1 abstimmen. Ja, eben. Also, ne? Haut rein, haltet die Ohren steif. Macht's gut. Bis dann.